Halt, 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 halt. Alles halten, meine Freunde. Ich habe im letzten Part, am Ende des letzten Parts, eine kleine Fehlinformation rausgegeben. Das hier ist noch nicht die Mission, wo über 130 Gegner noch zusätzlich spawnen. Die kommt erst noch, also hier noch nicht. Hier können wir also echt, ja, alle platt machen, wie wir wollen. So, wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Wir müssen eigentlich Eliwood hier zurücklassen, weil die Drachenmeisterin Weider wird mit ihrer Truppe hier unten irgendwann erscheinen. Und dann müssen wir sie mit Eliwood anquatschen. Oder kommt die hier oben? Nee, die kommt hier unten. Aber wir werden mal sehen. So, jetzt geht das fette Training los, Leute. Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Ich marschiere einfach mal los. So, wie wäre es, wenn wir mal gleich mal Fenrir austesten? Boah, das ist ja mega stark. Guck, wie das aussieht. Hua, hua. Oh, na klar. Alter, das sah ja geil aus. Wie sehen diese Zauber alle gleich aus? Naja. So, auf jeden Fall muss er mal trainiert werden. Ihn schicke ich mal nach oben. Da, da, da. So, mit Ninjans Hilfe nochmal gleich mal abdancen. Kann er dann nochmal sich bewegen. Swing. Ob wir sie nur Level 20 kriegen? Vielleicht mache ich das offscreen. Bevor die Mission zu Ende ist, ist doch die Mission, wir müssen noch wieder was einnehmen, oder? Irgendwas besetzen? Nee, Gegner besiegen. Vielleicht bevor ich den hier besiege. Oh mein Gott, ein Schwertmeister. Level 18. Oh mein Gott. Der andere war ja so ein Held. Vielleicht bevor ich den platt mache, trainiere ich noch Ninja Level 20. Ihr wisst schon, also immer pro Zug, immer Zug beenden und sowas alles. So halt, die kommen bestimmt schon ganz weit. Also stellst du dich mal in den Wald. Mit der Hoffnung, dass du das alles aushältst. Hau mal ruhig mit... Naja, mit Donner haust du jetzt erstmal raus. So, Unterstützung wird sie hier bieten. Da, 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 da. Mit ihrem Kurzspeer. So, die dicksten Verteidigungstypen. Die gehen mal nach oben zu den Dicken. Wolfball nicht mehr so einsetzen. Das nur bei den Finishern. So. Der Dick geht mit. So, Schwertmeister hier unten mit. Matthew zeigt uns mal seine erste Demonstration hier. Des Schnitter Special Crits. Okay. Oh yeah, Special. Und zack, tschüss, Mann. Matthew ist echt geil. Boah. Alter, wieso? Alter, wieso gab es jetzt so viele Erfahrungspunkte? Okay, das sind ja schon... Nee, Level 14? Warum zur Hölle? Okay, naja. Wird halt einfach zu trainieren sein. So, Scharfschütze, du bist eigentlich cool. Du bleibst hier bei Eliwood. Und beschützt ihn mit... So, du nimmst mal den Stahlbogen, lässt dich angreifen. Du bist geschickt genug, um auszuweichen. So, sie fliegt mal hier mit, weil sie eine Lanze hat. Und da sind ja nur Schwerttypen. So. Dickster Freund. So, du hast noch die freie Wahl, bei welchen der drei Pfade du mitgehst. Da ich teile mich jetzt in Dreiergruppen auf. So, du fährst einfach hier irgendwo mit. So, und Eliwood, du bleibst im Wald stehen. Cool. Okay, jetzt der Gegner. Eieiei. Wum, 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 wum. Oh, oh. Okay, das weicht locker aus. Oh! Okay, so locker doch nicht. Lynn, was soll das? So, dann guck mal, da, der Gegner hat auch Banditen und wir müssen unbedingt ins Haus da unten reinkommen. Dass wir noch da das Item bekommen. Bekommen wir da ein Item? Wum, wum, Alter. Da ist ein Bandit. Scheiße, der wäre da unten zum linken Haus. Oh, da kommen sie aber alle. Man kann ja wieder schöne Engpässe bilden. Oh mein Gott. Wow, Chusu, weggeportet. Und richtig dicke Zauber-Magic-Angriffsmagie. Bams! Die. Da, 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 da. Greif mal Matthew an, der soll hier schön leveln. Oh, scheiße. Boah, wo ist ein Held? Ja, die Einheiten, die sind alle recht... Okay, ausgewichen. Nichts an mein Freund auch hier. Ich will auch meine Level-Ups haben. Ich hab's mir verdient. Loser. Boah. Voll down. Erg, so wie du gerade das Loser-Zeichen gezeigt hast, war es aber falsch rum. Was willst du? Nix. Alle Freunde. So, ihn in einen Wald zu stellen. Oh! Wie sich wohl doch nicht als so gute Idee. Oder nicht so praktisch. Die wird trotzdem getroffen. Alter, wie oft krittet der denn? Bam! Ist mir aufgefallen, wir haben ja Erg jetzt lange Zeit viele Parts nicht mehr so in Aktion gesehen. Aber wenn, dann ist er ja nur am Kritten. So, Level 6. Geil. Boah, bin ich gespannt, ey, wie viele Level wir erreichen werden mit allen. Oh ja, da kommt ein schöner Erfahrungsbatzen. Erfahrungsbatzen vom allerfeinsten. Puh, was war das denn? Daneben. Jetzt hat er voll ihn treffen. Hätte er Merlinus treffen müssen, weil er dahinter steht. Ey Mann, du sollst doch... Was zum... Puh. Oh oh, wird er nochmal kritten?
Nein, auch für Erk muss mal Schluss sein. Jawohl, zack! Down. Da, 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 da. Wow, 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 wow. Cool. Jetzt kommt der andere jetzt auch noch angeritten. Die sind ja alle schon ausgelöscht hier. Oh. Zack, ausgewichen. Und Critical Hit. Tschüss. Ist auch mal so schön zu sehen. Bestimmt gibt es doch unter euch Leute, die Super Smash Bros. Brawl zocken und so, ne? Und da ist ja der Smash Ball Angriff, der Ultra Smash von Marv, ist ja so ein Critical Hit. Quasi. Oh, sind da gerade drei Fette hier. Boah, mit so einem mitteldicken. Alter. Aber wie scheiße die alle sind. Glück null, Schick, Fähigkeit ist ja alles komplett für den Arsch. Vor dem brauche ich gar keine Angst haben. So. Okay, hier ist auch. Hier ist ja gar nichts mehr los. Dann fliegen wir mal einfach hier hin. So. Delphi-Schild hat sie, da kann nichts passieren. So, okay, da kann sich nicht selber heilen. Natürlich mies. So, Matthew, du gehst mal vor. Du sollst dich mal schön angreifen lassen, denn du bist cool. Und das unterstreiche ich gerne, yeah. So, ansonsten, halt. Der kommt da sonst, ja, okay. Ich kann bis hier laufen, ja. So, das reicht ja eigentlich schon. Okay, aber du gehst noch mit. Du dicke Sau, Mann. Nicht soll jeder noch einen Heiler haben. Aber kein Heiler für einen Heiler. Hier ist ja er der Heiler. Dann geht sie nach oben hin mit. So, Hector. Ja, schlitz ihn weg. Alter, null Schaden. Zack. Yeah. Wow. Ich bin schon so überpowered, ja, durch meine ganzen Trainingseinheiten. Voll geil. So. Und wieder Level up. Dann Lidai. Boah, aber wenn Eliwood sich erst nach diesem Kapitel hier entwickelt, dann braucht er auch noch voll lange, um auf Level, ja, mindestens auf Level 10 soll er schon kommen, ne? Für die Endmission am Schluss. So, ich hab ja einen neuen Purgativ. Heil mal deinen Fuendo Erk. So. Übrigens, wusstet ihr, dass Nino und Jafar mal Kinder haben? Ja, also, für mich wirkt's auch sehr komisch, weil Nino sieht deutlich jünger aus als Jafar. Genau, das Alter habe ich aber keine Ahnung, ist ja klar. Auf jeden Fall in Fire Emblem 6, was er hier nachspielt, was ja auch schon öfter erwähnt wurde hier. Ja, da haben die zusammen zwei Kinder. Zwei Magierkinder, glaube ich sogar. Ja, der Dicke, obwohl der ist auch schon so mega. Mann, die sind alle so stark, dass ich komplett ausflippe. Das gibt's doch gar nicht. Oh, reicht ja nicht mal. Manigatti? Oh, schöne Ding, du. Schlitz! Yeah! Wow! Da nehmen, mein Freund. Oh, Special! Bam! Yep, hat definitiv Ähnlichkeiten eines Schwertmeisters. Dam, dam. So, mal die Kati soll aber nicht komplett verschwendet werden, der Meisteraxt. Los, mach wieder den geilen Wirbeltwist! Oh, das war er nicht. Mach den Wirbeltwist! Du bist doch. Er wird den Wirbeltwist noch machen, Leute, keine Angst. Er macht ihn nochmal für uns, weil er so geil aussah. Oh, und er soll mal auch schön mit seiner. Warum habe ich ihm nicht die Meisterlanze ausgerüstet? Dann würde er nochmal richtig schön rumzwirbeln. So, dann lass sie nochmal bitte sich bewegen. Swing, Sasu! Yeah! Warum nutze ich nicht mal die ganzen Ringe? Das gibt viel mehr Erfahrungspunkte für die Kleine. Naja, ich bin mal wieder ein bisschen. Ne? So, dann heilt sie jetzt mal noch Lynn. Kein Risiko eingehen, ist mir alles hier zu großer Risk. Und deswegen. So. Diese Pixel-Boobies. Unfassbar. So, Melinus, du fährst mal hier mit unten lang. Okay. Ich meine, okay. Mach ich. So, die beiden sollen ja hier bleiben, ne? Aber nur zwei hier bleiben. Ich meine, hier kommt weiter, kommt und ein paar Dracheneinheiten. Wer besiegt denn die denn? Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist. So, inzwischen, Alter. Jetzt kommen sie alle. Du, du, du. Alter, sind die dick, ey. So, das ist ja ein Kinderspiel. Oh. Außer natürlich, er hat einen Lanzenmeister. Ah, Mann! Warum greift sie auch noch immer an? Was zur Hölle? Okay. Kommt alle her. Kommt her. Das wird hier ein Engpass gebildet. Aua! Das geht so nicht! Und Schlitz! Total geil animiert. Ey, warum ist der so schwach? Der muss man hier ein bisschen leveln, ja. Deswegen mache ich ja auch die ganze Scheiße jetzt, ne? So. Vorsicht vor den Banditen. Oder kommt fern an ihren. Ey, ganz schön viele Einheiten, oder? Ist das übel? Daneben, Freund. Aber du hast mir ein Loch in den Cape geworfen, du Arsch. Okay.
Oh, verdammt, das ist ja so ein Typ. Okay, nein, nein! Oh, Alter. Okay, sie hält es aber gut aus. Ach du Scheiße. Ja, sie hat ja sowieso den Felice-Schild, ne? Ihr seht schon da, die Waffe blinkt nicht. Ah, sonst würde die Waffe ja immer so blinken von wegen, ja, übelst im Nachteil, du Federvieh. Aber nein, das ist vorbei. Genau wie das da. Daneben. Da, da. Da, da, di, da, di. So. Okay, die brauchen gar nicht denken, dass sie cool sind, nur weil sie berittene Einheiten haben. So, das ist natürlich jetzt hier obermies hier alles. Sensei Guy, kannst du das mal übernehmen mit der Rückhaltung von ihm hier? So, sie fliegt mal hier in den Wald. Muss geheilt werden, unbedingt. So, ist er schon, wie geskillt ist er? Boah, Alter! Auch schon voll geil im Heilen. So, dann machst du das mal hier alles. Mit dem Schnitter. Verbrauch erstmal den Schnitter. Kein Problem, mein Freund! Huasa! Banzai! Boah, richtig ins Gesicht. Der ist auch tot. Ach, das war alles schön, so wunderschön. Nein, ich mag es nicht, wenn Leute sterben oder sterben zu sehen, aber... So, du machst jetzt mal den Typen mit der Lichtklinge down. Das muss aussehen. So. Na klar. So, wie dieser komische Jerome. Oder Jerome, oder wie er hieß. Trottel, egal, der ist tot. Level 2. So, Geschick und Verteidigung, ja. Ganz wichtig. Aber wenn ich nochmal so ein Glückding bekomme, kriegt auf jeden Fall Matthew das, die Glücksstatue. So, du stellst dich jetzt hier hin. Mit einem Wurfbeil. Nee, mit, auch mit einer Meister. Nee, mit einem Wurfbeil. So, Melinus, du fährst hier einfach hin und her. Schon im Kreis immer, ne? Wisst du da Bescheid? So, warte mal, die kommen doch alle dann angeritten hier, oder? Oh ja, verdammt. Die alleine sollen das ja auch nicht machen. Das ist natürlich mies. Was? Was? Nicht zweimal angreifen? Oh, oh. Wieso bist du so lame? Okay, sie muss eindeutig noch hinterher. Wie weit kann sie laufen? Bis zum Wald. Bist du mal dahin? So, und... Zack, spiel mir das Lied, tanz mir das Lied vom Sieg. So, dann unterstützt sie mal die beiden Hansels da oben. Dam, dam. So, und hier ist ja auch alles klar, ne? Hier ist ja alles mega geil. So, hier wird mal wieder versucht zu twisten. Los, mach den Wirbel-Twist. Oh, Mann, du bist ein dicker Sack, los. Oh, der hat keinen Bock, der will nicht. 43% Chance und der hat keine Lust. Vielleicht enttäuscht uns ja... Unser Oswin nicht. So, Level 7. Geil, Mann. Dum, da, dum. So, das ist gut. So, die dicken Brummer sollen mal hier für Hector bleiben. Jawolla. Wohl, scheiße, das schafft er ja gar nicht. Ah, ohne Zwingaxt. Wow. Boah, hättet ihr getroffen, das sieht so geil aus. Ah, zack. Yeah. Wer macht ihn jetzt kalt? Na, dann macht ihn halt Lynn kalt. Ist ja auch ein Lord. Der bleibt ja in der Familie, wa? Tschüss, Mann! Da-da. Bisher... Oh, der wirkte ja wie so ein Endboss! Alter! Der wundert mich jetzt auch hier. Matthew und sie bekommen ja... Warum? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. So, Stab. Schlaf mal probieren? Ich schläfe jetzt irgendeinen hier ein nochmal. Haben wir ja schon mal benutzt. Trefferchance 93%. Na denn? Gute Nacht, Kumpel! Und eingeschlafen. Jawohl. Ah, schöne Erfahrungspoints. Ich schläfe danach noch einen ein. Wie gesagt, ne, hier schön die ganzen Dinger verbrauchen alle, die man zur Verfügung hat. So, du greifst mit Coach-Speer den Typen da an und knockst ihn weg mit einem Critical Hit. Badabadam, badabadam, badabidai. So. Aber das ist echt mal echt... doof, nur in so ein oller Punkt. So, und du machst jetzt den Typen da down. Ey, kannst du dich mal ein bisschen... Ja gut, dann mach's so. Und los, Erk! Ich meine, er krittet ja immer so oft, ne, aber er kann... Konnte er echt nicht zweimal angreifen bei so einer weiterentwickelten Einheit. Bei dem jetzt schon, bestimmt weil er pennt. So, gut, mit jedem Level up wird er seine Fähigkeit geschärft und sein Geschick geschult. Und babam. Und die Werte sind gar nicht so mies. Ich glaube, das verwechselt ja wieder, ne? Wie weit man Waffen einsetzt und umgehen kann, hängt, glaube ich, von anderen Faktoren ab. Ach, ich weiß es nicht. Ihr habt das ja schon versucht, mir zu erklären. Ah, der Versuch ist gar nicht so einfach. Ach, wisst ihr was? Komm, wir gehen jetzt einfach mit hier nach oben. Ist mir zu doof hier. Ja, die kommen ja sonst ohnehin angeflogen. So.
Elliwood kann sich eh nicht wehren, dann werden die alle Elliwood wieder angreifen. Und dann können wir ganz bequem mit der Dame reden. So. Oh, wenn ich jetzt den Dicken hier hinstelle, ja, dann wird er sich die ganzen Erfahrungspunkte holen, Oder wurde einer Hector angreifen? Ich weiß es nicht. Oh, der ist ja schon so stark. Guckt euch das an hier, Alter. Oh. Hier unten ist hoffentlich alles soweit klar. Sie ist ja jetzt im Wald und geheilt, ja. So, wo ist denn der Bandit? Achso, der kommt von hier oben. Der bleibt hier anscheinend ganz ruhig stehen. Da ist das Haus. Das Dorf. Wenn die Bogenschützen eliminiert sind, fliegt sie da einfach rüber. Gut. Da-dam-dam. Was mache ich jetzt mit dem Dicken hier? Ich wollte ja schön seine Eisenlanze benutzen, seine Meisterlanze, aber... Nee, ich habe Angst, dass der sonst zu viele Leute killt. Oh, voll in die Fresse. Und voll in die Fresse. Obwohl, ich glaube, der Langspeer reicht auch schon aus, um die alle zu killen. So. Okay, los, gegnerischer Typi, Mann. Oh, oh. Los, zwirbel ihm eine. Er darf den nicht einfach so... Zack! Yeah. Total geil, der Endmove. Der Endmove. So, jetzt nicht alle ihn an... Ja, okay. Ja, okay. Ach, ist ja lächerlich. Und Schlitz. Yeah. Und Critical Upon Silent. Bam. Geil. Der müsste jetzt kaputt sein, ne? Nee. Vielleicht hat er noch einen. Oh mein Gott. Stahlschwert. Daneben. Geil, Sensei. Ja. Der macht sein Ding. Der zieht ja alle ab. Und Level Up. Der zieht alle ab und bekommt seinen Level Up. Auch schon Level 7. Oh, das ist so geil, ey. Die sind alle auf so coolen Leveln. Ey, aber machst du das Alt hier? Ey, der macht hier alles im Alleingang! Boah, geil. Mann, da sollte eigentlich Matthew stehen. Das wäre cool. Warum greift keiner Matthew an? Schnitter ist zerbrochen. Das greift Matthew. Ah, daneben. Trottel. Wow, Dao. Toll. Crit-Chance ist höher und er crittet erst beim zweiten Mal. Alter, ist das übel. So. Irgendwelche Flaggen? Ich will nicht. Ich will euch das nicht landen. So, greift damit einer Matthew an. Alter. Geist-Sensei, töt ihn bitte nicht. Wir wollen doch, dass Matthew ihn... hör nicht auf. Hör einfach nicht auf mich. Schlitz! Und der Kopf landet gleich mal im Teich. Gleich noch ein Level up. So, ich würde mal fast sagen, das reicht ja schon hier für Sensei Guy. Alter Schwede. Boah, bin ich gespannt, welches Level alle am Ende haben. Ich habe noch nie eine Einheit, wow, so zweimal auf Level 20 bekommen. Das habe ich noch nie geschafft. Weil man sich halt immer auf mehrere gleichzeitig konzentriert und nicht so... Ich könnte ja die Mission auch nur anstatt mit 15 Wählbaren nur mit 10 machen. Ja. Aber das macht ja niemand. Dam, 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 da, dam. Na, kommt alle hier. Daneben. Trottel. Dam, dam. So, was ist da oben jetzt los? Da oben kommen sie auch alle an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, da kommt mal mehr. Hier kommen die ganzen Schwerttypen an. Hier kommen die ganzen Rüssi-Dinger. Und hier oben sind die einfach die beweglichen Typen, Alter. Ist das übel, Mann? Übel. Ah, es gibt schöne Erfahrungspunkte. So, hier unten ist alt ausgelöscht. Toll. Los, Ken, jetzt gehen wir nach vorne. Geh nach vorn. Verdammt, Matthew. Dich hätte ich mal heilen lassen sollen. So ein Mist, Mann. Nee, der kann ja ohne machen. Na wohl, jetzt ist er bestimmt aus Versehen in der Reichweite dieser Bogenschützen da. Und das heißt, ich wäre am Arsch. So, du hast dir deine Arbeit getan. Jetzt kann mal Batre hier. Obwohl es natürlich doof ist, deswegen nehme ich mal die Meisterachs, weil die Trefferchance bei so Schwerttypen ist ja geringer. So, was ist hier oben los? Lanzentypi, du gehst mal hier nach oben. Meisterlanze, jetzt flipp mal richtig aus, Mann. Wirbel, Twister, Wurm! Boah, das ist geil. Ich hab meine geile Kette an meiner Lanze, mich hält niemand auf. Ach, dieser Auswind. Er ist so ein Schambolzen. So, hier oben. Gut, warte mal. Na, ja, sind alle geheilt. Obwohl sie jetzt nicht so... Eieiei, die kommen aber noch nicht so zu uns, ne? Nee, natürlich nicht. So, du sollst echt mal den Typen da hier down machen. Ah, ist ein bisschen schwer. Ach, was sage ich? Das ist gar nicht schwer. Okay, Mann. Oh, gleich Critical. Und... Alter, Feuer aus den abgrundtiefsten Höllengegenden für so ein Feuer-Flamethrower. Ist das übel, Mann. So, warte mal, wer kommt denn hier?
Nee, keiner erreicht sie. Also stellt sie sich hier hin und basht ihm einfach eine rein. Yeah, geil, Schlitz! Ey, sind unsere so skilled, die Einheiten? Ist ja unfassbar. Unfassbar cremig. So, und sie soll jetzt für ein Level-Up mal den Typen da einschläfern lassen, einfach so. Ist der Stab auch verbraucht, ja. 100% Trefferchance. Alter, die Trefferchance ist enorm hoch. Liegt aber halt an dem Resistenzunterschied. Und gute Nacht, Kumpel. So, die Giftpflanze schadet uns nicht mehr. Sie ist jetzt schon Level 12. Boah, das ist so krass, ey. Oh, Schlaf ist kaputt gegangen. So, der Pen für die nächste Runde. Was macht sie hier? Sie steht einfach bloß rum. Na, das geht doch nicht. So, komm, wir nutzen jetzt mal ein bisschen hier Erfahrungspunkte durch die Ringe. Tanzen. Thors Zorn erhöht kritische Trefferquote für eine Runde. Erhöht Angriffskraft eines Verbündeten. Und erhöht Verteidigung und Resistenz. Voll die geilen. Ach, ist das geil. So. Okay, Mann. Huh. Natürlich sieht jeder Tanz gleich aus, ist ja klar. Warum eine extra Choreografie einüben, wenn es auch so klappt? Ah, schön. Das bringt Erfahrungspoints. So. Fehlen ja auch bloß noch 5 Level und sie entwickelt sich ja nicht weiter, wenn sie Level 20 kommt. So automatisch wie Merlinus, das klappt bei ihr nicht. So. Was ist jetzt los hier? Ich glaube, ich lasse das sogar, wenn sie Level 10 ist, dann höre ich erstmal auf. Dann will ich erstmal alle Lords auf Level 10 bekommen und dann sehen wir weiter. So, Wurfbeil. Knock die Sau weg. Hua! Yeah! Und. Oh, zack! Alter, ein Critical Wurfbeil-Move, ey. Wie geil. Da. Ach, Leute, ich überziehe ja schon wieder so lol. Mann! Ich bin ja so euphorisch. Das macht dir wieder so viel Spaß, ja. Vergesse ich erstmal die Zeit. Ist ja wieder typisch. Naja. Räumen wir nochmal kurz auf hier. Zack. Down, mein Kumpel. Wow. Oh, ey, so eine Typen, ey. Den haben wir gar nicht in unserem Team, so ein Rittermeister. Na doch, Margun, ja, aber den hat ja keiner trainiert. Und Isadora ja auch, aber... Die wollte ja keiner haben. So. Hier dürfte keine Probleme mehr entstehen. Das ist doch super geil, Mann. Na, Freunde, ich würde dann sagen, ich beende mal den Part hier. Moment, noch nicht ganz. Noch nicht. Noch nicht, meine Freunde. Simon ist am Stahlbogen. Oh, zack! Alter, ratzfatz. Sie will auch, dass der Part zu Ende geht anscheinend. Aber Lynn, warum denn? Das ist doch so cool, Mann. So, und du dienst mal als Lockung mit Langbogen. Alter, jetzt ziehst du dir schon viel ab. Lange Pause habt der Typ hier. Und trotzdem ist er so mega krass. Okay, Leute, das war's denn jetzt aber erstmal. Wir sehen uns im nächsten Part hier genau wieder. Also die Mission wird vielleicht etwas schneller vorbei sein als diese Wassertempel-Mission. Aber wir werden sehen. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen, dass ihr dabei seid und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.